Wir alle werden älter und natürlich wollen wir gesund und vital altern. Die Lebenserwartung, die steigt, da liegt es auf der Hand, dass sich die Gesellschaft, aber auch jeder selbst gut darauf vorbereiten sollte. Doch wie gelingt ein sogenanntes Altern in Würde und was hilft tatsächlich, um länger geistig und auch körperlich fit zu bleiben? Darüber sprechen wir heute im Gesundheitsmagazin und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast, Vedran Bihalatz. Er ist Mitbegründer und einer der Geschäftsführer von Longevity Labs. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Menschen werden immer älter. Im globalen Durchschnitt werden wir rund 71,5 Jahre. Es gibt natürlich auch mittlerweile mehrere Menschen, die 100 oder noch älter werden. Die Lebenserwartung, die steigt natürlich auch dank dem medizinischen Fortschritt und den verbesserten Lebensbedingungen. Jetzt die Frage an Sie, wie muss sich denn Ihrer Meinung nach die Gesellschaft darauf vorbereiten? Das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Bevor ich da reinspringe, würde ich gerne das Thema Lebenserwartung aufgreifen. Lebenserwartung, Langlebigkeit, Longevity wird oft als Synonym verwendet. Das Ziel ist es nicht, dass wir alle 100 werden, 120, was auch vielleicht möglich ist. Das Ziel ist, dass wir gesund altern. Und man kann sich das anhand von einem simplen Beispiel vorstellen. Hausnummer, jemand wird 80 Jahre alt. Es gibt dann einen Zeitpunkt im Leben, wenn die gesunde Lebensspanne nachlässt. Es wird auch oft Morbidität genannt. Sagen wir, das ist 65. Jetzt ist das Problem, wir werden 80 Jahre alt, aber ab dem 65. Lebensjahr fangen Krankheiten an und die begleiten uns im täglichen Leben. Genau deswegen müssen wir heute schon auf Prävention setzen, denn das ist das Ziel von Longevity, diese gesunde Lebensspanne mit unserem Endzeitpunkt zusammenzuführen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns dorthin bewegen können. Ich kann einmal anfangen mit den großen drei, die wir alle kennen. Das heißt Ernährung, Schlaf und Bewegung. Bleiben wir kurz bei der Bewegung. Nicht jeder von uns muss ein Marathonläufer werden, damit wir gesund und in Würde altern, sondern es reichen auch 30 Minuten am Tag. Einfach Bewegung, idealerweise in der freien Natur. Ein guter Freund von mir, der Arzt ist in Singapur, sagt immer, breaking a sweat once a day, sprich wir sollten zumindest darauf achten, dass wir einmal am Tag mit körperlicher Bewegung ins Schwitzen kommen. Ein wesentlicher Faktor ist auch etwas, was die meisten vielleicht nicht wissen, das ist Gewichtstraining. Auch da, wir müssen nicht Arnold Schwarzenegger werden, aber gerade im Alter nimmt die Knochendichte ab. Und bislang hat man wenig Möglichkeiten gefunden, die Knochendichte weiter zu stärken. Deswegen sollte man auch Gewichtstraining inkorporieren, ein- bis zweimal die Woche. Vielleicht gehen wir jetzt zum Schlaf. Schlaf ist auch mein größtes Manko. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich höre es nur immer wieder, wir alle finden zu wenig Schlaf. Und Schlaf ist einfach essentiell für die Regeneration. Man sagt immer im Volksmund 8 Stunden. Als kleinen Tipp probiert man es einmal bitte 7,5 Stunden oder 9 Stunden. Warum? Weil unser Schlaf in 90-Minuten-Zyklen verläuft. Das heißt, wir haben eine leichte Schlafphase, eine Tiefschlafphase und eine REM-Phase. Leicht, tief, REM. Und genau deswegen kann es passieren manchmal, wenn man in der Früh aufwacht, weil der Wecker einen geweckt hat. Und obwohl man 8 Stunden geschlafen hat, fühlt man sich immer noch komplett benebelt, komplett verschlafen. Und das ist einfach, weil man aus dem falschen Schlafzyklus gerissen wird. Deswegen bitte mal 7,5 oder 9 Stunden versuchen. Zusätzlich, das war mein größter Hebel, um den Schlaf zu verbessern, fixe Schlafzeiten. Mhm. Idealerweise geht man zur gleichen Zeit jeden Tag ins Bett und steht zur gleichen Zeit auf. Jetzt haben Sie da Faktoren genannt, die natürlich jeden Einzelnen betreffen. Das Absolut. Heißt generell, und das hört man ja immer wieder, den Stress im Alltag minimieren, ausreichend Schlaf, genug Bewegung, eine gesunde Ernährung. Nur die Frage ist ja, wie viel spielen alle diese Faktoren wirklich eine Rolle hinsichtlich dann der Langlebigkeit? Man kennt sie aus dem Volksmund. Meine Nachbarin ist 97 geworden, das heißt, die Tochter, der Sohn, die müssen zumindest 100 Jahre alt werden. Dem ist aber nicht so. Da lege ich ein großes Veto ein und ich schicke die Frage zurück. Zu wie viel Prozent, glauben Sie, ist das Altern durch unsere Gene determiniert?
Das ist eine gute Frage. Einfach eine Prozentzahl. Kann ich jetzt nicht sagen. Die meisten denken, es ist weit über 50, aber es ist um die 20-30%. Und der Rest sind alles externe Faktoren, Faktoren, die wir steuern können. Eben Ernährung, Schlaf, Bewegung. Und ein wesentlicher Faktor ist aber auch der Verzicht auf Ernährung, das Fasten. Zu dem Fasten kommen wir später eh noch. Ich würde gerne bei einem anderen Thema bleiben, nämlich Sie sind ja generell tätig, viel in Europa, aber auch in den USA. Ja. Und wenn es jetzt hinsichtlich diesen Trend geht, diesem langlebigen, generell einem Leben, den wir ewig hinterherjagen, wir wollen alle schön und gesund und forever young irgendwie bleiben. Kennen Sie da zwischen USA und Europa Unterschiede, wenn es um den Trend und auch die Prävention geht? Ja, definitiv. Also die USA, man kann es leider auch nicht verallgemeinern, aber jene, die sich mit dem Thema Longevity beschäftigen, die haben für sich schon entdeckt, man muss früh anfangen und Prävention ist der Schlüssel zu einem gesunden Altern. In Europa, müssen wir ehrlich zugeben, konzentrieren wir uns immer noch zu stark auf das Symptom und weniger auf die Ursache. Und das ist jetzt der globale Mindswitch, der auch von den USA ganz stark nach Europa und überall eigentlich auf dem gesamten Globus sich verankert. Wir müssen bei der Ursache anfangen. Das heißt also schon, wenn der Mensch noch jung ist? Wenn der Mensch jung ist. Also in Layman Terms kann man sagen, rund ab dem 30. Lebensjahr beginnen wir zu altern. Mhm. Wie gelingt denn generell die Prävention von altersbezogenen Krankheiten, auch wenn es ums Thema Herzgesundheit geht, um das Immunsystem? Jetzt haben Sie schon gesagt, Stress minimieren, gesunde Ernährung, viel Schlaf, ausreichend Bewegung. Aber wie gelingt tatsächlich diese Prävention auch von altersbezogenen Krankheiten? Es gibt einen wesentlichen Faktor, den wir Autophagie nennen. Autophagie ist der Prozess der Zellerneuerung, der Zellreinigung. Das klingt jetzt etwas kompliziert, aber es ist es gar nicht. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir beispielsweise fasten, und ich muss das Thema jetzt in diesem Zusammenhang wieder aufgreifen, dann fehlt dem Körper Kalorien, dem Körper fehlt Energie. Das ist nur ein Synonym füreinander. Und er sucht nach schlechten Bestandteilen, die wir in uns drin tragen. Und der kleinste Bestandteil von uns sind unsere Zellen. Und natürlich, wenn unsere Zellen dann auch dreckig sind, schwach sind, verunreinigt sind, führt das zu altersassoziierten Krankheiten, die zu Entzündungen führen. Und Entzündungen führen dann wiederum zu Krebs, Parkinson, Demenz, all diesen Krankheiten, denen wir vorbeugen wollen. Die Autophagie ist die Müllabfuhr. Es bildet sich ein sogenanntes Autophagosom, um die schlechten Bestandteile, fehlaggregierte Proteine, Toxine und so weiter. Und nicht nur, dass der Körper es dann quasi entsorgen kann, er verwendet diese schlechten Bestandteile als Energie und damit erneuern wir unsere Zellen und die bleiben dann jung, gesund und rein. Das heißt also, ein Fasten gehört auf jeden Fall dazu für jeden und jede schon in jungen Jahren. Definitiv. Definitiv. Ich würde sagen, spätestens ab Mitte 30 sollte jeder ein Fastenprotokoll idealerweise wöchentlich, täglich einbauen. Jetzt haben wir gerade zum Thema Fasten gesprochen. Da haben Sie gesagt, Fasten ist sehr wichtig, wenn es ums Thema Langlebigkeit geht. Das sollten bereits die ganz Jungen, also 30-Jährigen, auf jeden Fall durchziehen. Fasten ist aber nicht gleichgesetzt mit einer Diät, also das darf man hier nicht vergessen, nicht gleichstellen. Wie gestaltet man denn am besten jetzt ein Fasten von zu Hause aus, wenn Sie sagen, das Fasten ist so wichtig, wie macht man das denn am besten? Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man fasten kann. Die bekannteste ist das intermediäre Fasten. Das ist auch, glaube ich, der einfachste Weg, wie wir alle diese Vorteile der Autophagie für uns nutzen können. Beim intermediären Fasten geht es einfach darum, 16 Stunden keine Kalorien zu sich zu nehmen. Und das funktioniert schon ganz einfach, wenn man beispielsweise das Frühstück oder das Abendessen weglässt. Weißt du, dieser Umstellung, wir sind alle gewohnt, dreimal oder öfters am Tag zu essen. Aber ich beispielsweise verzichte auf mein Frühstück. Das heißt, am Abend, spätestens um 20 Uhr, habe ich noch mein Abendessen. Gehe ins Bett. Durch das, dass ich schlafe, habe ich nochmal 7,5 bis 9 Stunden eingespart. Und am nächsten Tag zum Mittag konsumiere ich dann das erste Mal wieder Kalorien. Das braucht aber auch sehr viel Disziplin. Es hört sich schwieriger an, als es ist.
denn man merkt, und ich bin ein Mensch, gerade am Vormittag fehlt mir Energie, wenn es dann in Richtung Autophagie geht, wenn dieser Fastenprozess uns dahin führt, dass wir neue Energie kriegen, werde ich klarer, werde ich wacher. Und die Disziplin kommt von allein. Es ist einfach eine Gewohnheit, die man aufbauen muss. Wie lange sollte man dieses Fasten durchziehen? Wenn Sie mich fragen, idealerweise jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag intermediäres Fasten, jeden Tag 16 Stunden auf Nahrung verzichten. Also ab 30 bis ins hohe Alter? Wenn man nach einem Idealbild leben mag, ja. Aber wir wissen auch, Fasten ist schwierig. Es hört sich auch wirklich sehr schwierig an, vor allem wenn man gerne isst. In Zusammenhang mit einem längeren Leben, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe recherchiert, dann kommt man sehr häufig nicht um den Begriff Spermidin herum. Was genau ist denn das? Wir waren beim Fasten und Spermidin wird klassifiziert als ein Fasting Mimetic, als ein Fastenmimetikum. Nicht jeder hat die Disziplin. Es ist auch nicht für jeden gesundheitlich vorteilhaft zu fasten. Beispielsweise, wenn ich Probleme mit dem Kreislauf habe, Probleme mit Untergewicht habe. Und deswegen sucht die Wissenschaft nach neuen Möglichkeiten, wie man trotzdem diese Benefits, Vorteile der Autophagie den Menschen geben kann. Und Spermidin ist genau das. Es ist ein natürliches Polyamin. Das tragen wir alle in unserem Körper. Mann, Frau, Tier, Pflanze. Wesentlicher Punkt ist, je älter wir werden, desto weniger Spermidin haben wir in unserem Körper und deswegen ist es schwieriger, die Autophagie zu aktivieren. Mhm. Spermidin macht nichts anderes, als in unserem Körper Signalwege zu blockieren und der Körper denkt, wir fasten, obwohl wir Kalorien zu uns nehmen. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, das kommt in unserem Körper eh schon vor, aber ist Spermidin jetzt noch irgendwo vorhanden in Nahrungsmitteln zum Absolut. Beispiel? Absolut, in ganz vielen Nahrungsmitteln, in ganz vielen Lebensmittel, Rohstoffen, beispielsweise Weizenkeime, aber auch Brokkoli, Birnen, gereiften Käse. Es gibt eine Fülle davon und Weizenkeime gehören anhand von der Spermidin-Konzentration ganz an die oberste Spitze. Das heißt, wenn jemand wirklich alt werden möchte, ist es klug, mit 30 anzufangen mit dem Fasten und dann vor allem diese Lebensmittel vermehrt zu sich zu nehmen, wo dieses Spermidin dann vorhanden ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Absolut richtig, absolut richtig. Wenn man aber noch zusätzlich etwas machen möchte, um seinen Körper noch mehr vielleicht fit zu halten oder noch länger jung zu halten, gibt es ja auch Spermidin in Kapselform. Wie trägt das zu einer verbesserten Kognition auch bei? Vielleicht muss ich zuerst noch das Spermidin-Thema kurz aufgreifen, denn es ist ein sehr delikates Molekül. Also ich kann Glück haben und eine Schüssel voll Brokkoli essen und da ist Spermidin drin. Ich kann aber auch Pech haben und eine ganze Schüssel Brokkoli essen und es ist keines drin. Deswegen war es so wichtig, dass wir als Unternehmen den Schritt gewagt haben, einen Extraktionsprozess zu entwickeln, der eine standardisierte Konzentration anbietet. Erst durch diese standardisierte Konzentration war es möglich, überhaupt in die Humanforschung zu gehen. Und ausgehend von dieser Humanforschung haben wir eben entdeckt, dass es viele gesundheitliche Benefits hat, wie eben den Erhalt der Kognition. Das heißt also, da bleibt man dann länger auch geistig fit. Absolut richtig, denn es ist auch nicht nur im Körper haben wir Zellen, auch im Gehirn haben wir Zellen und die sterben, je länger wir werden, ab und erneuern sich auch nicht mehr in dieser Form. Also auch im Alter ist Gedächtnisleistung ein großes Thema. Wo muss man denn da auch präventiv vielleicht ansetzen? Haben Sie da Tipps? Ich kann gerade von meinem Vater sprechen, der jetzt kurz vor dem 70. Lebensjahr steht. Er hat nie Kreuzworträtsel gemacht, nie Sudoku gemacht. Das ist was Kleines, aber das hilft. Also Gehirnjogging? Einfach Gehirnjogging. Und es ist aber dann wiederum die Kombination aus allen Bereichen. Gehirnjogging, ja, aber bitte auch auf die Ernährung schauen, bitte auf Bewegung schauen, auf den Schlaf schauen und natürlich das Fastenprotokoll einhalten. Wenn man jetzt nicht darauf setzt, dass Spermidin in diesem Brokkoli vorhanden ist, wie Sie schon gesagt haben, und das aber in Kapselform einnimmt, wie gut ist das denn generell verträglich und welche Nebenwirkungen gibt es da auch? Durch das, dass Spermidin ein natürliches Polyamin ist, was in uns vorkommt, haben wir in all den Studien, die wir bisher durchgeführt haben, keine Nebenwirkungen gefunden. Das heißt, es ist unbedenklich und kann es nur jedem ans Herz legen. Schaut bitte, dass ihr spermidinreiche Nahrung zu euch nehmt, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, eben auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Können Sie das auch sagen, für wen ist das dezidiert geeignet und wie lange muss man auch dann das einnehmen? Es ist für quasi jeden geeignet über 30.
jene Leute, die schon älter sind, werden Benefits, Vorteile schon eher merken. Sei es jetzt, dass sich der Schlaf verbessert, aber auch das Hautbild kriegen wir zurück, dass mehr Klarheit da ist, bessere Blutwerte, Herzwerte und so weiter. Und wie lange man es einnehmen sollte, im Idealfall so wie das Fasten, einfach dauernd. Es ist diese Prävention, die wir ständig vorantreiben müssen. Generell jetzt in Bezug auf das Altern, merken Sie da auch geschlechtsspezifische Unterschiede? Kann man sagen, Frauen oder Männer altern schneller und deshalb sollten jetzt Frauen oder Männer dieses Spermidin bevorzugt einnehmen? Es ist generell für Mann und Frau notwendig. Wir sehen in der Altersforschung, dass Frauen generell älter werden. Man hat noch nicht herausgefunden, warum. Man sieht, dass Eunuchen, bitte Verzeihung, gleich alt werden wie Frauen. Sprechen wir auch noch zu weiteren Vorteilen von Spermidin. Ist das generell auch ein sogenannter Schlank- und Schönheitselixier, wenn man so möchte? Schlank? Gibt es das überhaupt? Schwierig. Ich glaube, das wird die Forschung erst in den nächsten Jahren beantworten können. Was jetzt Spermidin betrifft, das Thema Abnehmen ist ein schwieriges. Es gibt da erste Tiermodelle aus China, die zeigen, dass es einen positiven Einfluss auf den Metabolismus haben kann, ja. Aber man sieht auch beispielsweise aus den USA Studien, die sagen, dass es einen positiven Einfluss hat auf das Hautbild und auch auf die Haare. Mhm. Und generell ist es aber so, und das ist nur mein Empfinden, je gesünder wir uns fühlen, desto schöner sind wir auch. Das kann ich definitiv unterstreichen. Aber ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt vermehrt meine Ernährung da ein bisschen umstelle und schaue, dass ich dieses Spermidin zu mir nehme in Form von Nahrungsmitteln und vielleicht dann auch zusätzlich noch in Kapselform, jetzt mit zum Beispiel 31, also so alt bin ich zum Beispiel, würde man das dann sofort sehen, also nach mehreren Wochen, nach mehreren Monaten, würde sich dann tatsächlich das Erscheinungsbild dann sehr stark verändern? Ja, aber da auch wiederum, je älter wir sind, desto eher. Bei mir ist es beispielsweise so, natürlich nehme ich es. Ich merke nichts, wenn ich es nehme, aber ich merke, wenn ich es absetze. Und ich merke es auch anhand von meinen Daten. Das ist ein Schlafring, der trackt meine Schlafphasen. Und wenn ich jetzt einmal auf Geschäftsreise bin und länger unterwegs bin und kein Spermidin mehr habe, dann merke ich sofort, wie meine Schlafwerte sich verschlechtern. Aber es ist jetzt kein, wie ich gerade gesagt habe, Schlank- oder Gesundheitselixier. Das kann jetzt nicht die Falten irgendwie verschwinden lassen, wie zum Beispiel Botox oder andere Stoffe. Leider nein. Aber es geht wirklich darum, dass wir uns von innen heraus gesund fühlen und dadurch strahlen wir auch von außen. Das heißt also, in Bezug auf ein gesundes Altern, damit wir auch länger leben, muss man mit 30 ansetzen, auf viel Schlaf, auf Bewegung, gesunde Ernährung setzen, wenig Stress und natürlich auch dieses Spermidin zu sich nehmen. Absolut richtig, sehr schön zusammengefasst. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke Ihnen für die Einladung. Und danke auch an Sie zu Hause, liebe Zuseherinnen, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben zum Gesundheitsmagazin. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.